Ja, huhu, hier wieder beim Quali und beim Last Track Dark. In a Secret World. Und wir stehen kurz davor, das Experiment zu begutachten. Und ja, schauen wir doch mal. Da müssen wir auf dem Orochi-Tablet zugreifen. Oh. Hoffentlich ist das keine Wissensquest. Warum Teste. nicht? Ah, ich keinen Bock darauf. So, einmal ein bisschen gemütlicher hinsetzen. Ist ja auch schon spät und ich bin ein alter Sack. Test der Proben der Gesundheitsbehörde an Subjekten Zustand 17 Zombie und Krypto R6 Wendigo. Wahrscheinlichkeit beträgt 63,333%, dass Krypto R6, warum nicht schreiben die nicht gleich Wendigo, von bio-okkultem Nebel fügsam gemacht wurden. Eine Dosis von Subjekt pro Subjekt. Jede Injektion in Formular eintragen. Okay. Kriegen wir hin. Leiche untersuchen. Krieg ich auch hin. So, Wendigos finden. Kriegen wir, glaube ich, auch hin. Ja, ich glaube, da kennen wir ein paar Orte, wo ein paar sind. Din, 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 din. Fällt dir übrigens was Also, aus bei mir? du hast. Eine neue Jacke an. Ist das nicht schon Wendigo? Ja. Oder eigentlich ist es ein Algernon. So heißt er. Boah, mir hängt hier dieses Mikrofon jetzt ein bisschen vor deinem Gesicht. Das muss ich jetzt gleich nochmal ein bisschen justieren hier. Vor meinem Gesicht? Nein, vor meinem. So mitten im Weg zum Bildschirm. Das ist ein bisschen ungünstig. So. Wie kriegen die Profi-Let's Player das immer hin? Übung. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich zu laut bin, aber das müsst ihr jetzt ertragen. Oh, du bist ja richtig laut. Wird? Das war ein Scherz. Wird? Scherz? Hm? Ich bin direkt auf den Wendigo gefallen. Das ist kein Wendigo, das ist ein Totholzjäger. Und du bist kein Mensch, du bist ein Koali. Korrekt. Was natürlich ein totaler Unterschied ist. Weißt du, was scheiße ist? Im Oktober, ne, fällt wahrscheinlich mein Spieltreff für 40k aus. Das ist voll doof. Warum das? Weil wir spielen ja immer am ersten Samstag im Monat. Kümmerst du dich um die injizieren? Muss ich jetzt irgendwo was. Ja, im Inventar. Im Inventar in die Schnellleiste ziehen und das dann benutzen bei dir. Ah, Moment. Ja. Kriege ich hin? Moment, 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 Moment. Erst muss ich hier mal ein bisschen aufräumen, damit ich das auch finde, was ich da injizieren soll. Was haben wir denn hier für ein Scheiß alles, ey? Heilung. Heilung ist immer gut. Und was ist das? Trefferwert. Können wir auch mal anmachen. So. Gelbe Fiole. Wie, ach, ist egal in welcher Reihenfolge, oder? Ja. Okay. Ich Die schnapp mir dann müssen schon. wir jetzt vorher den Wendigus injizieren, ja? Vorher? Keine Ahnung. Aber ich dachte, ich fange jetzt erstmal an, die zu tanken und dann injizierst du die. Okay. Ja, irgendwie funktioniert das nicht. Das müssen wir wahrscheinlich echt mit einem Toten machen. Nee, stirb. Okay, ich hab mal auf was geklickt. Hab ich dir? Ja, ich hab dir gemacht. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich hab einfach auf darauf geklickt. Okay. Ja, dann mache ich das halt. Okay. Ich beschränke mich wieder auf das Heilen.
Das kann ich so ein bisschen. Apropos Wendigo. Mit denen hattest du ja sowieso was zu tun bei der PlayStation letztens, ne? Als du Until Dawn gespielt hast. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, das waren, glaube ich, andere Wendigos als hier die. Naja, also da bei Until Dawn haben sie sich ja wirklich in die richtige Wendigo-Legende gehalten. Ja, haben sie? Ja. Ich kenne die richtige nicht. Oder wüsst ihr jetzt nicht so den Unterschied? Aber war ein nettes Spiel. Meiner Freundin hat es nicht so gefallen. Die fand das ein bisschen... gruselig? Sinnlos eher. So, also langweilig. Ich habe Josh gemacht. Das war mein Liebling. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der passt zu dir. Konntest du ihn eigentlich retten oder wurde er bei dir am Ende zum Wendigo? Kann man den retten? Ja, man kann jeden retten. Okay. Dann wüsste ich gern, wie man ihn retten kann, weil ich habe keine Ahnung, wie ich den retten soll. Ja, bei dem Wasserding, ne? Da hat man... Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also wie, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass man es können soll. Also wenn er überlebt, wird er am Ende zum Wendigo. Und wenn du das an dem Wasser nicht machst, also wenn du da nicht die... an die Seite gehst, dann stirbt er. Wie jetzt an die Seite? Ja, da gibt's irgendwo an der Seite eine Information über Beth. Und wenn du die nicht holst, dann erzählt die Tussi, wie hieß sie noch hier, erzählt die dem Josh nicht, dass Beth ein Wendigo sein könnte oder ist. Und dann weiß der das nicht und dann, als der Wendigo im Wasser dann auftaucht, sagt er dann nicht, Beth, und dann tötet der Wendigo den. Okay. Und wenn du das halt machst... Ach so, Proben injizieren, da war was. Wenn du das zu dem sagst, dann sagt er halt, Beth, und dann schleppt sie ihn nur weg. Naja. Und dann ganz am Ende, nach dem ganzen Abspanngedönse, siehst du dann halt die Cutscene, wo er zum Wendigo halt wird. Ja. Von daher nehme ich stark an, dass man ihn nicht retten kann. Ja, okay. Vielleicht ist es ja auch die Version, wo man sagt, er wurde gerettet. Ja. Also hast du es mehrmals durchgespielt, oder was? Nee, ich habe mir einmal ein Let's Play angeguckt und einmal selber gespielt. Und im Let's Play, was ich gesehen habe, ist er getötet worden. Ach so. Wo ich mir da beim Gucken schon gedacht habe, so bist du dämlich, du hast doch extra ein Totem gefunden, was dir sagt, was du an der Stelle machen musst. Aber... Ich meine, man hätte Totem... sich doch so oder so schon denken können, dass es Beth war. Ja, aber du musst halt diesen einen Hinweis finden. Das ist halt ein bisschen doof. Das ist genau wie die Sache, wo Matt stirbt. Das fand ich auch doof gemacht. Wie? Ja, dass der stirbt, wenn du die Entscheidung triffst, wie heißt der da, die doofe Tussi, die keiner leiden kann. Emily. Genau, wenn du dich entscheidest, der zu helfen, dann stirbt Matt. Und wenn du es nicht tust, dann überleben beide. Okay, dann weiter. Ich meine, ich musste noch einen Wegpunkt erstellen hier an dem Runenstein. Den können wir bestimmt irgendwann gebrauchen. Okay. Denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es einen Quest mit diesen Steinen. Ich habe ja ein bisschen schon mit dem... Ekelig. Ein bisschen mehr schon gespielt hier. In diesem. Also das nächste Gebiet ist mir dann total wirklich unbekannt. Ja, du meinst die, ich glaube die Wüste ist es.
Ja, die Wüste. Ne? Dann gehen wir nach in schöne Ägypten. Ja, was ist denn hier Feines? Laptop der Gesundheitsbehörde. Oh. Ah. Interessiert kein Schwein. Oder? Jetzt mal ehrlich. So. Mit der Theorie befassten Bereiche der Wissenschaft. Die konfuse Kollision von Ereignissen macht niemals Pause. Sie sollten es ihr gleich tun. 0135454K0-1. Jawohl. So mag ich meine Drachen. Du meinst mal Kaviana? Was ist das denn hier für ein Teil eigentlich hier? Das ist die Gesundheitsbehörde. Ach, das ist ein. Reinigen. Desinfizieren. Ah, Dusche. Desinfizieren. Dusche. Komm, duschen wir zusammen. Und ich schlafe in der Dusche, denn die Dusche ist normal. Oh, hier gibt's eine Quest. Machen wir die? Klar, die erste. Der Schmutz. Der Schmutz. Ich glaube, wir kriegen sogar so einen Anzug, wenn wir die beiden gemacht haben. Cool. Hey, 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 halt, stehen bleiben. Ich bekomme wirklich seltsame Werte rein. Mögliche Infektion. Jeder hier könnte infiziert sein. Gesundheitsbehörde, ich bin von der Regierung. Sie müssen auf mich hören. Das ist ein Quarantänegebiet und ich habe das Sagen. Hier. Darum trage ich auch den Anzug. Das bedeutet der Anzug. Er bedeutet, dass die Kacke am Dampfen ist und wir stehen direkt vor Phase 7. Ehrlich, wenn es nicht gegen das Protokoll wäre, ich möchte umarmt werden. Ich fühle mich verletzlich. Vor allem, seit es die anderen erwischt hat. Tödlich. Sie sind erloschen. Tot. Gestorben. Schrecklich. Haben geflucht, geschrien, gekeucht, gekotzt, sich die Augen ausgerissen. Es war eklig. Und dann, wenn's vorbei ist und alle tot sind, denkst du... Hey, das war schlimm, aber das war's. Sie sind weg, wir schaffen das schon. Aber nein, Tote erheben sich, wankende Ghule, glühende Augen, Tentakel, schwarzer Schleim. Also nicht die wiederbelebten Standardleichen der Kategorie Z. Das ist etwas ganz Neues. So schlimm, dass man weglaufen will. Trotz deiner ganzen Ausbildung willst du bloß weg. Es begann da unten im Sumpf. Kurz bevor der Nebel kam. Wir sollten die Orochi Group unterstützen, nicht andersherum. Ich dachte, mit einem Demokraten im Amt wären diese fragwürdigen Dinger durch. Aber absolute Macht korrumpiert wohl jeden. Und zwar absolut. Genau wie dieser Kategorie A-Erreger, der Schmutz. Er verdirbt absolut Körper und Seele. Ja, der Schmutz. So nennen sie ihn. Ernsthaft, was ist denn das bitte für ein Name? Der Schmutz, was will man denn da erwarten? An ihrer Stelle würde ich Abstand halten. Sicherheit geht vor. Boah, Tussi, ey. Ich würde sie nehmen. Ja, du würdest jeden nehmen. Aber diese komische Zugriff auf Blut, okay. Als Mitglied der Gesundheitsbehörde, bla 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 bla. Halten Sie die Bedrohung getrennt. Kranke Menschen sind ekelhaft. Jawohl, bah. Ungesunde wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Ach nee. Jetzt muss ich hier Root eingeben, oder was? Ja. Ach, ist ja eklig. Ich kann doch hier Forschung, kann ich mir noch angucken. Guck mal. Unterstützen Sie unsere Partner, bla 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 bla. Nein, tue ich nicht. Ich trippe wieder Root ein. Root. Natürlich richtig. Ich und Rechtschreibung. Aha. Ja, bla bla. So, okay. Und jetzt müssen wir hier in das verseuchte Gebiet rein und ich denke, da werden jede Menge Gignots auf uns warten.
Ab in den Schmutz. Es verdirbt einfach jeden, außer uns. Naja, aber mir gibt's nichts mehr zu verderben. Aber wir bestehen ja auch aus Bienchen und Blümchen, nicht wahr? Aus Blümchen und Fenol. Nein. Oh. Was ist denn das da hinten für ein Vieh? Das ist ja neu. Ich glaube, das hat mich damals mit Maler gekillt. Echt? Ja. Da hinten ist übrigens Wissen. Wo? Meine Sichtlinie etwas weiter rechts. Ah, da. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Natürlich gehen wir da hin. Die mächtige Eukalypta will das, also wird's gemacht. Und da ist auch außerdem noch ein Laptop der Gesundheitsbehörde. Hört sich gut an. Nö. Hier gibt uns KP und ich brauche nur noch 3 Stück. Für den neuen Schild. Und Malael will, Nestler Guard möchte bestimmt ein neues Schild haben. Ja. Neu ist immer gut. Ich brauche 3 KP. Ich auch. Den Laptop untersuchen. Was sagt uns der Laptop? Ne? Warte mal. Er möchte mir nichts sagen, der Laptop. Hallo, Laptop? Also mir sagt er nichts. Ja, bei mir irgendwie. Dann hol dir doch schon mal das Wissen. Während ich es weiter versuche. Ah, ach, jetzt hat er was. Wir brauchen Proben von infizierten Subjekten im Sumpf. Die wissen. Der Wissenschaft bleibt unsere beste Hoffnung, gegen die Auswirkungen dieses Erregers der Kategorie A vorzugehen. Befolgen Sie bitte die Dekontaminierungsvorschriften, wenn Sie fertig sind. Und seien Sie vorsichtig, Frank Ramirez. Tja. Also, denk dran, wir müssen uns an Vorschriften halten. Nee, heiße ich Frank oder was? Keine Ahnung. 2 da vorne? Dene, Proben von Infizierten sammeln, Proben von den Totengeistern sammeln. Ach, Totengeister, yeah. Schon wieder? Yeah. Ach, die Dinger hier sind mit Totengeister gemeint. Muss ich dafür in den Schmutz? Nein. Ich bin der, der in den Schmutz muss. Natürlich, bist der Mann. Oh. Ist das ein Angebot? Nein. Ja, die redet schon wieder blöd hier, die infizierte Verschmutzte. Und schießt mich mit ihrer Schrotflinte über den Haufen. Das ist gar nicht so angenehm. Oh, der Lesra kriegt aufs Maul. Natürlich, das ist mein Job. Als Tank auf jeden Fall, ja. Aber slowly but jolly, ich heile dich. Und ein Schild. Und eine große Heilung und eine kleine hinterher. Und wieder eine große. Siehste mal. Brauchst du wieder ein Schild? Ja, hier, bitteschön. Ach, ich bin so gut. Ja, ich weiß, du bist einfach unbeschreibbar. K-L-U-K bin ich außerdem. K-L-U-K? Ja. Kloake? Zieh das Ding mal hierher, ich will auch mitmachen. Das ist ein Fernkämpfer, das ist aber schwer, das irgendwo hinzuziehen. Ach Mann. Wie weit muss ich denn ran? Ah, hier. Okay, perfekt. Heilen wir den Nestrak. Und dann wieder die Eukalypta, die wieder nicht aufgepasst hat und mit ihrer eigenen Lebensenergie gezaubert hat. Oh, du hast umgeswitcht. Wie? Du hast da was über dir fliegen. Ja, das habe ich schon ganz oft gehabt jetzt. Das ist mir nicht aufgefallen. Siehst du? Der Frau wäre das aufgefallen. Aber da ist hier. Irgendwo hat ein Rollenspiel auch sein Ende. Es gibt übrigens einen interessanten YouTube-Kanal, wo ein Mädel hier Philosophien übers Rollenspiel preisgibt.
Okay. Da war letzt eine Folge, wo es auch darum ging, Computerrollenspiele vergleichbar sind mit normalen Rollenspielen. Nein. Und dann sagte sie, dass so normal ein Computerspiel als Rollenspiel verkauft wird, ist ja eigentlich gar kein Rollenspiel. Da hatte ich so vorher noch nie drüber nachgedacht. Wie jetzt? Ja, zum Beispiel ihr The Witcher. Wird als Rollenspiel verkauft. Ist aber an sich ja eigentlich gar kein Rollenspiel, weil du ja gar keine Wahl hast in der Rolle, die du spielst. Ja. Du musst den Geralt von Riva spielen. Die nennen das ja auch nur Rollenspiel, weil es da halt eine, ich sag jetzt mal, eine Geschichte gibt. Ja, aber demnach wäre auch Super Mario ein Rollenspiel. Ja, aber das wird nicht als Rollenspiel bezeichnet, sondern als Jump'n'Run. Ja. Aber ist ja eigentlich, da hatte ich noch nie so drüber nachgedacht. Hm? Oh. Ich weiß, was und das eigentlich, das, was am ehesten an ein normales Rollenspiel rankommt, sind ja MMORPGs, oder? Ja. Also eigentlich auch wieder nicht, weil die auch sehr beschränkt in der Art sind, weil die sind doch meistens sehr Hack-and-Slay-lastig. Ja, einige schon, einige mehr, einige weniger. Das hier schon, ja. Ja, World of Warcraft, der Vertreter des MMORPGs ja auch, oder? Der auch, ja, aber RMTs zum Beispiel nicht. Das kenne ich nicht. Ah, The Elder Scrolls Online, ich liebe dieses Spiel. Ach so. Ja, nee, das wollte ich. Das habe ich mir als Let's Play angeguckt, weil ich finde einfach, bei Elder Scrolls. Brauchst du meiner Meinung nach, also die Elder Scrolls Sachen haben immer davon gelebt, dass du da den Auserwählten spielst, weißt du, den Super hier, den Dragonborn und was weiß ich was, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist... Hey, was war das? Was? Das hat mich zu sich hingezogen. Ja, und? Das ja, ich wollte mich gerade mal heilen. So, jetzt hier, Lesrak. Ich hab's mal abgebrochen, das Vieh hier. Ja, gut. Ja, gut. Nee, und das ist ja bei dem Online Elder Scrolls Ding ist es ja gar nicht, ne? Doch, du bist sozusagen auserwählt, aber nur einer von vielen. Ja, aber ist auch scheiße. Es ist trotzdem echt gut, wenn man mal davon, sag ich mal, darüber hinweg sieht, meinetwegen über das Problem, ist es trotzdem eins der besten wirklich, von der Story auch her. Echt gut gemacht. Ja, die Spielwelt ist einfach auch gut. Die Spielwelt von Elder Scrolls ist auch richtig, richtig nice. Vor allen Dingen, einige Charaktere wachsen da einem im Gegensatz zu anderen MMOs, wachsen die einem wirklich ans Herz, wo du dir denkst, scheiße, der darf einfach nicht sterben bei Entscheidung, weißt du? Mhm. Zum Beispiel Raz. Das kenn ich nicht. Das ist so ein Katzenmensch, so ein Khajiit. Also, bei dem, da denkt man sich einfach nur, da gab es so eine Stelle und ich bin ja eigentlich einer, ich habe keine Probleme damit, NPCs und so überhaupt Leute sterben zu lassen, ne? Keine der Probleme. Bei dem, da habe ich gedacht, nee, der kann wütend auf mich sein, aber. Oh, brauchen wir gar nicht mehr, nur Totengeister noch. Aber den wollte ich nicht sterben lassen. Okay. Dann weiß ich ja Bescheid für. Ey, auf mich anzuziehen hier. Und wie gesagt, wenn du das halt auch mal spielen oder Let's Play, wie auch immer, machen willst, dann sag einfach mal Bescheid. Ich wollte mir sowieso... Elder Scrolls? Nee. Ich glaube, das hier wird das einzige MMORPG bleiben, was ich so spiele. Also auf absehbare Zeit. Ach so. Aber falls... Vielleicht noch, wenn dieses, hier dieses 40k-Ding rauskommt, vielleicht das auch, aber... Ah ja, da werden wir wahrscheinlich sowieso alle an getrennten Fronten spielen. Jan wird wahrscheinlich Space Marine spielen, ich werde Chaos und du, ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich schließe mich den Elder an. Er ist auch ganz schön fies, der hat ganz schön viele Lebenspunkte, das Vieh, das hat mehr Lebenspunkte als du. Ach, die paar. Ja, ich mit meinen 27 Schaden mach da ja nix. So viel mache ich auch nicht.
Wie machst du denn diesen Schlag? 55, so 50 rum. 40 rum. Ja, ich mach hier 18, 20, 26 rum. Mit dem großen mache ich 100 oder so. Den Dreh rum. Was liegt denn da noch? Oh, ein Chaos-Fokus. Ja, lass ein Chaos sein. So, wie viele Punkte brauche ich noch? Noch zwei. Ah, da hinten ist noch so ein Totengeist. Schnapp ihn dir! Ah, ich komme mal hinterher. In den Schmutz. Alles für die Orange Group. Ja. Alles für den Dackel. Aber sind das nachher die Bösen? Echt? Ja, das ist momentan das Endgame gegen die Roche. Aber dabei sind die doch so hilfsbedürftig am Anfang. FP, jawohl. Ah, 2 KP brauche ich noch. Ich brauche noch einen. So. Die Proben zum Zelt der Gesundheitsbehörde bringen. Ja, aber wir sollten erstmal die Teammitglieder suchen. Ich habe sogar schon einen gefunden. Ja, dann mal los. Moment. So. Da ist noch ein Wissen. Hüpf, hüpf. Ich will diesen Anzug haben. Ey, der redet mit uns. Lass ihn doch erstmal ausreden. Ich habe nichts gehört. Oder ich hab's ignoriert. Ich wechsle das immer wieder. Der hat irgendwas Komisches gesagt. Genau wie diese komischen Schmutztypen. Die sagen ja auch immer irgendwas. Ja, ich hab einen Job, 4 Kinder. Bitte tötet mich. Herz her. So. Und schon wieder muss ich mich heilen. So. Ach, Heilung wird überbewertet. Das sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn. Was heißt hier jugendlicher Leichtsinn? So jung bin ich jetzt auch nicht mehr. Ich fühlte mich gerade, habe ich eine Zeitschrift gelesen gehabt, wo so T-Shirts abgebildet waren, also ein Katalog. Hm? EMP-Katalog. Ha, Schleichwerbung. Ja, da habe ich auch hier rumliegen. Da gab es ein T-Shirt und dann habe ich mir gedacht, boah, du bist so alt, Junge. Weil, was stand hier? Born in the 80s, ne? Und ich kann auch nicht mal behaupten, ich wäre in den 80ern geboren. Ich bin alt. 1988 bin ich geboren. Ich bin gut 10 Jahre älter als der gute Lestra. Jetzt wisst das auch. Du bist 37? Noch nicht. Oh, okay. Ich hab dich für jung. Ich dachte immer, du wärst zu 32. Hab ich gut gehalten, ne? Ja, vom Außen her bist du sowieso sehr viel, wächst sowieso sehr viel jünger. Muss ich dazu auch sagen. Aha. Also wenigstens bei den... Also die Leute in meinen... auf der Arbeit, die Kinder, die sagen immer, ich wäre 80 oder so. Aber Kinder können grausam sein. Ja, Kinder können das eh immer schlecht einschätzen. Das sagen sich alle alten Menschen. Sorry, konnte ich mich nicht verkneifen. Ja, ja, schon. So, wer braucht nochmal Heilung? Ich, ne? Ich weiß, dass du sowas nicht persönlich nimmst, dass du mich trotz alledem voll heilst. Ach ja? Ja, natürlich. Weil du halt so erwachsen bist. Na gut. Das hat geklappt? Okay. Ja, ich bin da sehr genügsam. Also irgendwie ist Eukalypta ein bisschen tussihaft drauf, wenn die diesen Strahl macht, dieses normale Angriffsding. Ja, Muss man drauf achten, die macht da so eine richtige Tussi-Geste. Ja, Eukalypta ist ja auch eine richtige Tussi. Nein, ist sie nicht. Die ist nur missverstanden. Sie ist ein heißes Stück und gehört mir.
Ey, ich hab sogar Nacktbilder von dir. Ja, komm. Mehrzahl? Ja, zwei Stück. Allerdings auch mit Glatze. Und? Gibt Schlimmeres. Sie könnte keine Brüste haben. Da ist Wissen. Auf zum Wissen. Andere Seite, Wissen. Lass mich raten, da ist auch noch ein Gegner. Natürlich. Ein Totengeist-Erniedriger. Hier, mach du mal, ich geh zum Wissen. Franklin anwesend wissen. Miau. So, jetzt können wir wieder auf die andere Seite gehen. Da, wo du lang wolltest. Was ist eigentlich mit dem Tier hier? Das ist ein Lehmgolem. Wollen wir den Lehmgolem töten? Schauen wir wieder. Warum nicht? Ich kann das Wissen nicht benutzen. Das ist schlecht. Böp, 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 böp. Leute, das Wissen ist da auch weg. Das habe ich ja auch schon gelesen. Okay. Ribbit. Wo ist denn hier ein Frosch bitte jetzt? Ja, also Spiel hier. Wo sind die Frösche? Welche Frösche? Wenn ihr schon... Ja, ihr hast nicht gehört, dieses Ribbit, 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 Ribbit. Kommst du denn jetzt oder? Ich stehe hier direkt vor dir. Vor mir? Ich renne gerade durch die Gegend. Jetzt bist du auf einmal weg. Ja, das war anscheinend ziemlich laggy gerade. Ich bin gerade durch die Gegend geschleudert worden, habe ich das Gefühl. Ich wundere mich schon, warum bewegt er sich nicht? So, jetzt, du kämpfst gerade bestimmt hier gegen so ein Vieh. Ja. Mega-Lag! Mega-Man, Sonic Robot. Jetzt nicht die gute alte Comic-Serie von Mega-Man? Wer ist Mega-Man? Kennst du nicht Mega Man? Ist das der komischen Blaster da als in der Hand hat? Ja. Die Quelle des Erregers der Kategorie A. Wenn die Orangi-Weißkittel Schmutz nennen, also den, scheinen die und nicht Steinbruch. Aha, okay, ja. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn dieses Zeug das Meer erreicht. Hat es wahrscheinlich schon. Wenn wir keine Hilfe vom Militär der Orangi kriegen, bestünden die kurzfristige Lösung darin, diese Rohre zu verstopfen. Vielleicht mit den Fässern am südlichen Dock. Die Überlebenschancen sind schlecht, aber mit Forsys Leiche im Nacken sind sie definitiv nicht besser. Wer auch immer das ist, aber gut. Der hat also versucht zu verstopfen hier, ja? Anscheinend. Kein guter Plan. Obwohl, er war ja anscheinend verzweifelt, so wie ich das gesehen habe. Da hinten ist ein Gegner, sollen wir den tot machen? Oh, klar. Gegnatz. Aber ganz ehrlich, alle sind doch verzweifelt, oder nicht? In diesem Spiel irgendwie schon, ja. Nicht nur in dem Spiel. Ja, komm. Du hast erst Grund zum Verzweifelt sein morgen, wenn wir hier... Oh, das ist fertig. Ich habe ganz üble Vorahnungen, noch ganz gute. Nein, nicht, was dich betrifft. Also, ey. Eher was einen der anderen Spieler angeht. Ich finde das sehr entspannt, dass ich keine Regeln lernen muss, wenn der Falcon das macht. Ja, solltest du ihn vorher vielleicht nochmal drauf ansprechen, sicherheitshalber. Weil, so wie ich ihn kenne, glaubt er das gleiche von dir. So wie ich das bisher mitgekriegt habe, weiß er schon tausendmal mehr als ich. Von der Charaktererstellung vielleicht. Das ist das Einzige, was er sich wirklich intensiv beschäftigt hat. Ah, geht schon.
Mehr brauchen wir nicht. Okay. Da habe ich das Spiel nicht verstanden. Ich nutze fast nie komplett die Regeln von irgendeinem System. Ah, okay. Aus meiner Meinung nach braucht man das einfach nicht. Ja. Habe ich euch aber eigentlich auch schon mal gesagt. Ja. Aber das werden wir, bevor wir loslegen, auf jeden Fall auch nochmal klären. Ja, da bin ich wohl. Wie die ganzen anderen Sachen auch. Boah, das Vieh zieht mich wieder hier irgendwie quer über den Sumpf. Weg von meinem Beschützer, wo der auch immer der ist. Ach, der steht hinter mir. Im Sumpf. Und ich sterbe gleich. Interessant. Schild für den Lestrak. Kleine Heilung hinten durch. Ach, das ist dieser komische neue Schuss, den du da hast, oder was? Der ist das auch Salve? Nein. Bündelung, Salve, irgendwie was? Nein, das ist einfach nur ein Flächenangriff. Ein Flächennahkampfangriff, Pistole. Okay. Und ich mag ihn optisch. Ja, der hat was. Ich finde, Pistole ist auch ein bisschen OP in dem Spiel hier irgendwie. Macht auch extrem Spaß, Pistole zu spielen. Ja, finde ich auch. Weil Pistole hat irgendwie von allem was. Ne? Das hat ein bisschen Heilung, es hat Schaden, der ordentlich ist, es hat Flächen ein bisschen. Ja. Pistole hat ja, ist ja auch Dings, ja, Pistole und Schrotflinte benutze ich ja zum Beispiel mit Malay. Gott, kriege ich viel Heilung rein. Yep. Bitteschön. Danke. Irgendeiner muss ihn ja heilen, den guten Lechrak. Oh, ich habe übrigens 50 KP, merke ich gerade. Das heißt, ich werde gleich skillen können. Siehst du eigentlich die Heilzahlen auch aufploppen, wenn ich geheilt werde? Wenn ich dich heile? Ja. Ja. Okay. 10, 15, 9, 17, 9, 18, 7, 18, 8, 7. Ja, das ist aber jetzt von dir, das ist nicht von mir. Kritisch 6. Das heißt, der heilt sich die ganze Zeit dann auch selber. Ja, klar. Ganz schön. Ich bin Tank, was erwartest du? Da kommt ein Vieh. Heimtückischer Totengeist. Diese Folge wird übrigens ultra lang, ich sagt euch das. Okay, tut mir leid. Wir sind schon bei 38 Minuten. Vielleicht brechen wir einfach nach dem heimtückischen Totengeist einmal kurz ab. Ja. Und gehen dann mit einem Cliffhanger in die nächste Folge. Das ist so ein Cliffhanger? Ja, werden wir es schaffen, das südliche Rohr zu verschließen? Ja. Das ist doch ein Cliffhanger. Ja. Irgendwas redet hier mit uns wieder. Ist das da hinten? Der infizierte Vert- Egal. Bis zum nächsten Mal, Herr Van Neuer Quadi. Und euer Lestrak-Tag. Tschüss. Yeah.